So. Jedes Kapitel. Wie viele Kapitel gibt es eigentlich? Das wäre eine gute Frage. Also es ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich würde sagen so. Keine Ahnung. 6, 7 Kapitel oder 8 oder sowas. Vielleicht. TL Trading AB. 8 Kapitel, okay. Der Aufzug hängt fest. Alles klar. Hier geht's rein. Was? Aber jetzt mal ohne Scheiß. Die Türen sehen alle gleich aus. Moment, hä? Moment. Kam ich hier nicht irgendwo rein? Nee. Na gut, dann nach unten. Pairs. Was hier? Ein paar Zeitungen. Cool. Oder so. Die Tür geht nicht auf. Die auch nicht. Die hier? Ja, die geht auf. Tür Nummer 1. Tür Nummer 2. Tür Nummer 3. Das ist keine Tür. Wieder draußen. Die andere Tür ging nicht wie. Moment, ich will noch mal die andere Tür ausprobieren, weil nachher ist da ja irgendwas. Ja, der kann immer. Natürlich, ey. Wow, ja, ey. Fuck. Oh, hi, Corporal Butterkeks, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's? Cool, dass du zu meinem Ziel gefunden hast. WTF, ja. Das denke ich mir auch. Das denke ich mir auch. WTF, was war das bitte? Boah, hab ich mich erschrocken. Ultra. Ui. Da kommt Mann rein und wird zu Tode erschreckt. Ja, wie geht's? Alles klar bei dir? Ich habe vorhin noch bei Goku reingeguckt. Da habe ich dich auch im Chat gesehen. Was? Ich werde einfach. Der ballert einfach auf mich. Boah, die schießen auf mich. Ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es hackt. What? Ah, Kopf ist explodiert. Okay. Au. Alter, es ist ja gefährlich hier. Wir sind in Amerika gelandet. Ich sag's euch. Ah. Nein! Das kann nicht sein. Bam! Ah. Okay, mehr kann ich scheinbar nicht tragen. Mehr Munition. Okay.
Paxton Avenue. Mir geht's allgemein ganz gut, danke. Mir geht's auch ganz gut. Ja, stimmt. Ewigkeiten habe ich mich nicht mehr blicken lassen. Ja, ich habe auch lange Zeit gar nicht mehr gestreamt, das stimmt. Ein ganz normaler Abendspaziergang. Ja, okay. Wir müssen über die Straße erstmal Ampel drücken. Und es ist grün. Jetzt dürfen wir rüber. Okay. Pass Nonic. Schillips. Okay. Last Platz. Last Platz heißt, glaube ich, Parkplatz, ne? Das soll normal sein? Ja, klar. Ui, können wir in die U-Bahn? Ach, hier. Okay. Ja. Nicht? Bei mir in der Hut schon. Ja, erstmal Abendspaziergang einlegen. Den Kugelhagel ausweichen. Ein paar Leute abknallen. Ganz normaler Abendspaziergang halt. Nosy, man kennt's. Jack. Boah, die Namen. Nosy, Chillip, Passnonic. Finde ich gut. Oha, ja. Oh, Rolltreppe funktioniert auch. Finde ich gut. Finde ich gut. Depression. Ja, ein Medikamente. Also, Medikamente helfen auch. Teilweise gegen Mauern. Das ist aber nicht entfremdet. Was? Zetekta. So heißen noch diese Automaten, oder? There's a fuse box to the left. You need to place a fuse here in order to unlock the door. Okay. Eine Fuse. Was ist eine Fuse? Eine Leitung? Eine... Irgendwas? Die erste funktionierende Rolltreppe. Jetzt habe ich alles gesehen. Gute Nacht. Wahrscheinlich haben sie den Namen von Mao am einfach nur umgedreht. Oh, ja, das kann sein. IE Traffic. Ja, das glaube ich auch. Da steht da Bonova. Wir brauchen eine Fuse. Was? Ranking Page Explained? Ranking Page Explained. Wo können wir die sehen? Wahrscheinlich auch nur im Menü, oder? Unlockables, ja. Ich glaube, da. Aber da will ich jetzt noch nicht hin. Können wir nachher mal machen, wenn ich den Stream... Ach, hier war ich noch nicht. Wenn ich den Stream beende, dann können wir mal die Unlockables angucken. Erstmal hier rein. Tür. Speichern. Wie heißt das Spiel? Cry of Fear. Das ist so eine Half-Life-Mod, glaube ich, tatsächlich. Irgendwas blockiert die Tür. Und es ist... von 2013. Früher als Kind habe ich mal aber echt geliebt, ja. Jetzt nicht mehr. Aber verstehe ich. Alter, ich werde direkt von einem Kettensägenmann verfolgt. Scheiße. Ja, wirklich. Ja, okay, die kommen wirklich durch die Tür. Das kann nicht wahr sein. Weiter, weiter. Lauf. Nein. Renn. Lauf um dein Leben. Nein, Sackgasse. Kann das wahr sein?
Kaputtes Fahrrad. Moin. Ich finde es auch jetzt noch lecker, aber ich esse noch ganz selten, ja. Kann ich verstehen. So, als Kind hat man noch einen anderen Geschmack. Da denkt man, boah, alles was süß ist, geil. Aber so, wenn man erwachsen ist, dann denkt man sich, ja, kann man machen, aber nicht immer. Und immer, auch nicht immer öfter. Okay, verschlossen. Oh, aber das ist ganz hübsch. So ein Kanal oder was auch immer das ist. Mit den Reflexionen hier. Heute muss ich mir das Süße angucken und man ist schon satt. Ja, irgendwie schon. The door won't budge. Budge. Die Tür rührt sich nicht. Schöner Audi 100. Na gut. Was ist hier? Inventar voll? Ernsthaft? Kann ich das nicht kombinieren? Mit meiner Glock? Nee. Was ist überhaupt für eine Waffe? So Dreifachschuss, ne? Oh, will ich die haben oder eine Shotgun? Kann ich nicht auch mein Handy ablegen? Nee, das nicht. Kann ich das droppen? Ja. Aber ich habe mehrere davon. VP70 ist vergleichsweise nicht so gut, würde ich liegen lassen. Ja. Leider. Warum hat man auch nur so wenig Ausrüstung? Inventory Space. Das. Wenn man wenigstens die Munition noch mit benutzen könnte, die man hierfür benutzen kann, aber irgendwie geht das nicht. Auf jeden Fall. Habe ich nicht gesehen, dass man. Also, da stand mal 0. Da gehe ich mal von aus, man kann die nicht. Die Baby-Zombies, ja, Baby-Zombies, die Munition nicht verwenden. Wasserkopf-Zombies. Wasserkopf-Baby-Zombies. Ja, genau. Uiuiui. Okay, wir brechen ein. Ist auch offen. Hier geht's wieder raus. VP60 Magazin, ja. Ah! Dass man sich auch für Waffen entscheiden muss, ist so gemein. Das ist echt eine Gemeinheit. Okay. Ja, Wasserkopfbabys sind auch nicht schlecht. Nun? Hier lang? Ey, ich werde schon wieder an. Sagt euch. Wir sind in Amerika gelandet. Und nun, das ist die Frage, das ist jetzt die Frage aller Fragen.
Geht's hier noch mal raus? Ja. Sieht ein bisschen aus wie Daisy von der Grafik. Aber ein bisschen schlechter, würde ich sagen. Ich meine, das ist jetzt kein Kritikpunkt am Spiel, aber Daisy sieht schon ein bisschen besser aus, oder? Aber nur ein bisschen. Akademie Bockhandeln. Okay, Akademie Buchhandel, will ich mal schätzen. Ah, Deadlines, wearing you down, can't find the drive to get the job done. The mod team. Okay. The best cure to depression. Die Musik ist gar nicht mal so schlecht, das stimmt. Gehen wir hier rein. Apotheke Earnen. Da nicht. Musik geht echt klar. Wir gehen ins Arbeitsvermittlingen. Also Arbeitsamt oder was? Keine Ahnung. Das Arbeitsamt, hallo. Vermutlich Arbeitsamt. Simons Café. Okay. Die Schule sein, okay. Ja, kommt vielleicht schon eher hin. Schemann, aber an der Schule gibt es doch keine Rezeption. Uni, ja, Uni. Schon eher. Oh, noch ein Kostüm, cool. Okay, verschlossen. Mal wieder 1 Million Türen, aber nur eine geht auf. Kommt man hier durch? Ich glaube nicht. Schütter. Blablab. Keine Ahnung, das kann ich nicht entziffern. Die Auflösung ist zu gering. Öffnet sich nicht. Und Ränder. Was? Ein Schraubenzieher, um das aufzumachen. Okay. Brauchen einen Schraubendreher. Schraubenzieher. Schraubendreher, was ist richtig? Schraubendreher oder Schraubenzieher? Da war eine heftige Diskussion jetzt. Was, wie das Ding heißt. Okay, PCs. Voll modern. Flachbildschirm. Im Müll vielleicht? Ach, hier waren wir noch gar nicht. Okay. Sammhelle. Also Sammelhalle. Eigentlich Dreher, weil man zieht die Schrauben ja nicht raus, aber beides gilt als richtig, ja. Sehe ich auch so. Versammlungshalle, würde ich mal sagen. Aha! Natürlich. Screwdriver, okay.
Oh, Moment. Ist das nicht... Oh, irgendwoher kenne ich das Bild. Wo ist das nochmal? Wer ist das nochmal? Ich glaube, das kenne ich, oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich meine, das kenne ich, das Bild hier. Es ist nicht von so einem berühmten Künstler. Vielleicht. Schön alle Gänge ausmodelliert, aber hier kann man überhaupt nichts machen. Naja. Egal. Oder wie er Van Gogh. Ja, kann sein. So ein bisschen, ne? Ich habe es nicht gedacht, aber ich wollte mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Maybe. Ja. Ich meine Van Gogh, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Tatsächlich. Ist das nicht dieses Selbstporträt von ihm? Ey, okay, ich weiß es nicht. Aha! Natürlich! Boah. Okay, raus hier. Wo geht's raus? Hilfe! Weg hier, weg hier! Nein, 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 nein. Hier geht's raus, 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 raus. Scheiße, ich muss hier nochmal zurück später. Was? Classroom Key? Okay. Soll ich mir später. Oh nee. Was? Ich komme hier nicht mehr raus, weil kein Strom mehr. Seine Schulzeit hatten die Schüler noch mehr Benehmen, ja. Du hast Angst, wie heißt auch? Okay. Na kommt her. Das war nicht so, so gemeint. Ich Dass du was gewohnt war, deine Schule. Dass du alles gewohnt bist. Kein Wunder, dass deine Spiele so sind wie diese Scheiße. Oh, Junge, Junge, Junge. Hier kamen die raus, gesprungen. Nee, aber stimmt schon, wo ich die Atmosphäre ist schon ziemlich beängstigend hier. Ich glaube, hier war eine verschlossene Tür. Meine hier nicht. Genau. Hallo. Was? Ich habe die auch gerade geladen, oder nicht? Ja, ich habe die geladen. Okay, aber wir müssen die keine Munition. Ja, aber ich habe sie gerade geladen und dann irgendwie nach einem Mapwechsel ist wieder weniger geladen. Wir müssen die
Fuse. Wie heißt Fuse auf Deutsch? Sicherung holen. Ich weiß, in dem Raum war was. Da. Die Pistole hat sich vor Schreck wieder entladen. Dann musste halt die Sicherung noch mal holen. Ich hatte die ja vorhin da abgelegt. Also hier geht's, glaube ich, weiter. Oder? Mann! Ich könnte kotzen. Fire Exit Key. Nein. Fire Exit, wo ist der Fire Exit? Da. Hier lang. Gut, dass das ausgeschildert ist. Hier? Hier? Oh ne, hier war die Sicherung. Da lang, nach links. Okay. Auge. Mach kein Auge. Ach, hier. Ich traue der Ruhe nicht. Ich sag's. Wie ist es? Ich traue der Ruhe ganz und gar nicht. Jetzt will ich meine Waffe wieder haben. Okay, soll David ein auf MacGyver. Ja. Darf hier nichts mehr kommen? Die Tür mit der Sicherung aufschließen. Ja. Man kann ich nicht auch. Nee, die kann ich nicht dual wielden, glaube ich, die. Da brauche ich ja zwei Hände, um sie zu bedienen. Kann hier eine Bombe aus einer Büroklammer und Kaugummi herstellen. Ja. Es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. Da bekommt die her. Musiker. Skit nötig. Ak en Reza Idak Costa Barra Inget. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wo war die U-Bahn-Station? Dann kann Mr. Klinkenmann auch nach der Sicherung die Türe offen. Safe. Ja, auf jeden Fall. Man kennt mich ja. Also MacGyver war früher mein Spitzname. Also ich war eigentlich früher MacGyver. Aber dann habe ich mir gedacht, ah, Schauspieler ist nichts mehr für mich. Oh fuck, wir kommen nicht mehr zurück. Kann man eigentlich auch in den Bus? Gute Frage. Einfach mit dem Bus wegfahren.
ich denn irgend... Okay, eine Post... Kann ich irgendwas mit der Post verwenden? Weil die haben auch dieses Zeichen hier. Man kann in den Bus, lol. Kanine. Allah als Kanina. Was bedeutet das? Allah als Kanina. Alle lieben Kaninchen. Keine Ahnung. Man kommt echt nicht mehr zurück, kann das sein? Das heißt, meine Shotgun kriege ich nicht wieder. Habe ich recht? Hab den Gesundheit. Wenn ich hier runterspringe, dann komme ich nicht wieder zurück. Nee. Ich mache das folgendermaßen. Das droppe ich mal hier hin. Erstmal. Dann hole ich die Shotgun wieder und die droppe ich dann über die Reling und dann nehme ich die Fuse wieder auf und dann können wir zur U-Bahn-Station. Nein, nein, wir holen die Schrotflinte wieder. Die ist nicht für immer verloren. Die kriegen wir darüber, ich sag's. Ich versuch's jedenfalls. Ja. Hier links. Glaube ich hier. Was, ja. War die Schrotflinte nicht hier irgendwo? Oder wo war die? Wo war die? Jetzt. Ach, shit, wo habe ich die hingelegt? War nicht hier. Die Waffen hier sind unsere einzigen Freunde im Spiel. Wir sollten ihnen Namen geben, ja. Rainer die Pistole. Nee, Walter die Pistole. Walter auf jeden Fall. Rainer ist die Schrotflinte. Rettungsmission geschafft. Ey, wo habe ich die Schrotflinte hingepackt? Ich weiß es nicht mehr. Rosi die Schrotflinte. Ja, genau. Habe ich die nicht da, wo die Sicherung hin ist, hingepackt? Ich weiß es nicht. Wo ist die Schrotflinte? Hier nicht. Der Nightstick Knüppelwurst und das Messer kleine Stecher, weil ja leider nicht mehr unter uns, das stimmt. Die Schrotflinte eventuell auch nicht mehr, wenn ich die nicht mehr wiederfinde. Die habe ich doch hier in der Schule irgendwo ver. Abgelegt. Waffen sind mit mir lieber als Menschen, die verletzen nicht nur einmal. Ja. Bei Waffen verletzt sich immer nur einmal. Boah, das sah gerade aus, als würde hier jemand stehen. Ey, es... Habe ich die Schrotflinte hier abgelegt? Weil... Die habe ich doch hier abgelegt, oder nicht? Oder... Vertue ich mich jetzt?
Ja, du bist sehr weise, auf jeden Fall. Ich glaub dir. Ich habe nie daran gezweifelt, tatsächlich. Hey, aber meine Schrotflinte ist weg. Die ist wirklich weg. Schrotflinte Rosi ist weg. Wo bist du, Rosi? Die ist komplett weg. Bin ich traurig. Irgendwie hat sie sich verabschiedet. Tja. Verdammt, nein! Rip Rosi, ja. Das Spiel kann so grausam sein. Erst Sophie, jetzt Rosi. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Vielleicht finden wir eine neue. Ja, vielleicht. Kann ja immer mal sein, aber ich glaube. Vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir für immer ohne Rosi. Unser Dasein fristen. Die nennen wir dann Rose und Hund, als wäre das nie passiert. Okay, das ist ein Deal. Okay. Er war doch der Kettensägen-Typ, oder? Natürlich. Ja! Was? Ist schon gut. So einigen wir uns, dass es nicht kanonisch ist, dass Rosi offiziell von uns gegangen ist. Dieser miese Wasserkopf, ja wirklich. Ich speichere mal in einer neuen Datei. Um Rosi. Ohne Rosi will ich nicht unseren alten Safe überschreiben. Nerd-Kerleck. Adoptera N WoW Nerd Idak. Was? WoW? Okay. Neue Schrotflinte, bitte. Good tires, good steering, good quality. What's better? Nichts. So ein Müllbeutelkind mal wieder.
Don't playing. Can be dangerous. Ja, nicht spielen. Es kann gefährlich sein. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Ich lebe in Kirkwill. Müllbeutelkind. Ja, was würdest du das denn beschreiben? Oh, also ich muss dahin irgendwie nach Kirkwill. Kirkwill ist da. Wir sind wo? Tunnelbahner. Wo sie die Schrotflinte? 18.06. bis 19.06. Saxon Avenue, okay. Falscher Knopf. Saxon Avenue ist hier. Also wir müssen mit der grünen Bahn fahren nach Kirkville. Okay. Recycle Your Magazine hier. Wir können leider nichts aufheben und recyceln, wie es sich gehört. Jetzt habe ich den Fahrplan angeschossen. Ja, ist so. So einer schon wieder. Was? Naughty Girls for you. Die Metallfurien immer, ja. Call Danilo, bla bla bla. Remember AIDS. Ja, AIDS. Wir kriegen AIDS durch die ganzen Spritzen, die wir hier benutzen. Wie? Also wirklich. Was zum war bitte schon das? Gleich Cat, Cat Pass, what? Weiß ich nicht, ein Menschenbaum oder so? Corona. Oder es war einfach nur eine sexuell frustrierte Frau, das kann auch sein, ja. Okay, wo sind wir jetzt? Auch ein geiles Plakat. Ne, Allmann-Milf. Klo und hier ein Fragezeichen. Fragezeichen. Hier will ich nicht begegnen. Ne, ich auch nicht. Ich will keinem begegnen, der was ich bisher im Spiel gesehen habe. Außer Sophie vielleicht. Hier geht's weiter. Oh shit! Nein! Was, was, was? Ey. Nein! Was habe ich abgespeichert? Ja, hallo? Lädt es oder habe ich gerade was kaputt gemacht? Ich glaube, ich muss das Spiel neu laden, kann das sein? Ja, okay, es hat sich aufgehangen. Okay, ich muss es neu laden.
Du musst doch meine immer die linke Maustaste schnell drücken bei denen. Ja, kann sein. Bei den The Ring Damen, ja. Okay, es lädt. Ich kann in der Zeit leider nicht viel machen. Außer warten. Okay. Mal gucken, ob man was sieht. Ja, okay, jetzt sieht man wieder was. Ich will mir mal die Unlockables hier angucken. Was? Ist immer anders. Mal links, rechts, meistens Mausrad. Echt, okay. Ich dachte, wir haben was, ein paar Unlockables schon freigeschaltet. Solange die nicht ein ins Bett ziehen, mache ich alles. Muss ich erst das Spiel durchspielen, um die Unlockables freizuschalten? Oder was? Krieg's erst am Ende. Okay, schade. Ah, ich dachte, man kriegt die schon so. Okay, wieder in Richtung U-Bahn. Ja, schnell we weiter. Die Musik. Hakt mir überhaupt nicht. Bisschen gemein, komm, ein paar doofe Stellen, viele brechende ab, etc. Okay. Ich versuche, das Spiel durchzuspielen, auf jeden Fall. Ich habe nicht mal Amnesia, so Bunker abgebrochen. Auch wenn es mir am Ende nicht mehr ganz so viel gefallen hat. Aber bisher, das Spiel gefällt mir bisher. Also kann ich schon mal sagen. Oh. Hier ist ein Safe-Punkt. Na gut. Chucky war das. Hey, wir sind auf den Schienen. Nice. Kommen wir hoch? Okay. Was ist, wenn wir hier einfach drauf gehen? Wenn wir dann überfahren? Mach das nicht zu Hause nach. Ah! Oh, die habe ich voll vergessen. Aber die. Was ist, wenn ich die nicht sehe? Passiert mir dann nichts? Okay. Nadeln einfach so vom Boden aufheben. Kann nicht bei schief gehen. Also spritzen meine ich. Keine. Okay. Was? Okay. Kontrollraum oder so. Sieht jedenfalls sehr. Aha, die Türen sind alle jetzt offen. Oder wie? Ach nee, ich muss jede einzeln aufmachen. Okay, verstehe ich. Eins, zwei,
zwei. Mehr Schalter gibt es hier irgendwie nicht. Okay. Und hier sind wir wieder hier. Okay, die andere Türe war auf der anderen Seite. Was? Geht das nach Zeit, als ob... Oh, nee. Oh, da. Na gut. Oder wie darf ich das verstehen? Okay, schnell, schnell, schnell. Ey, dass man auch überall hängen bleiben kann. Okay, schneller kann ich jetzt nicht. Lauf, Forrest, lauf! Genau! Okay, geschafft. Was? Akku schwach? Nein, das kann nicht wahr sein. Nein! Scheiße. Hier. Oh. Wir müssen uns mal wieder eine Spritze geben. Ich meine, was soll schon passieren, wenn wir uns einfach Spritzen, die wir auf dem Boden finden, in den Arm drücken? Nichts. Keine Konsequenzen wird das haben. Erstmal Respekt verschafft, ja. Huiuiui. Okay, U-Bahn. Okay. Nein, jetzt liegt schon unser Handy im Sterben. Alter, wie es aussieht einfach. Was ist jetzt? Was hat das jetzt gemacht? Das verstehe ich nicht. Ich mag Züge, ich auch. Nicht auch noch Andy. Oh nein, Andy ist jetzt komplett aus. Ja gut. Eins, zwei, drei. Züge sind lost. Züge sind live. Was haben wir? Andy. Okay, Moment. Ich will mal hier M16 probieren. Hier, friss das. Da ist noch einer. Der lebt nicht mehr. Oder jetzt tragen wir aber immer noch sein Kadaver mit uns rum. Batman schon wieder. Der lebt nicht mehr, oder? Ich hoffe nicht. Okay, speichern ist schon mal gut. Flair. Aha, aha, aha. Ach, jetzt da wir keinen Akku mehr haben, müssen wir uns damit Licht verschaffen, glaube ich.
Was ist denn hier? Geht's hier weiter? Ne, hier geht's einfach nicht weiter. Okay, hier ist das schwarze Nichts. Auf nach unten. Leuchte die Leuchtfackel. Okay, ich glaube, die brauchen wir mal ganz dringend hier. Hier hoch. Aber sag mal, gibt es eigentlich keine Gesetze gegen? Es muss doch ein Verbot geben, dass man einfach nicht so mit seinem Bett in die U-Bahn rumfliegen kann. Okay, ja, droppen wir das. Fuck. Nicht vom Zug überfahren lassen. Das ist erstmal die wichtigste Regel im Straßenverkehr oder in solchen Spielen, nicht überfahren lassen. Nicht den Kopf abreißen. RIP Leuchte Nummer 1, ja. Nach oben? Komm, nach oben. Das soll schon schief gehen. Okay, Leuchte Nummer 2. Oh shit. Na, ich habe kein gutes Gefühl. Leuchte Nummer 2 weg. Leuchte. Okay. Nicht schlimm, wir haben noch Leuchte Nummer 3. Das war's dann aber auch. Ui, okay, ich dachte schon. Okay, Leuchte Nummer 4. Können wir hier durch? Ja. Aber wohin jetzt? Noch ein Secret Item, das ist hier lang. Noch ein Leuchte Nummer 5. Oh, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Ich glaube, irgendwo in den Schächten spielt einer Schlagzeug, wie sich das anhört. Ja, wirklich. Oh nein. Scheiße, kommt jemand uns hinterher? Ah, da sind wir kurz ausgerutscht. Scheiße. Schon wieder ausgerutscht. Okay. Da waren Mama Leuchte und Papa Leuchte hier ganz schön fleißig. Da hatten Langeweile. Ja. Und das Leuchte Nummer 6, oder? Ja, die Atmos richtig geil gemacht, generell hier im Spiel. Oh, nein, ich kann nicht hinsehen. Okay, das ist echt schwer, aber so Jump'n'Run-Passagen in einem Ego-Shooter ist auch immer so eine Sache, muss man sagen. Ich liebe den Part. Ah, scheiße! Ja, wirklich? Oder ist das ironisch?
generell den ganzen Katzenpart mit der Musik und seine Katzen. Ich habe noch keine Katzen gesehen. Jetzt nicht, dass hier das Geräusch springt. Oh. Ja, das ja. Aber Katzen, ich habe bisher noch keine Katzen irgendwie. Vielleicht enthüllen sich ja gleich die Katzen. Nee, lieber nicht. Die Leute hier sind irgendwie alle ganz krumm. Okay. Huiuiuiuiui. Geschafft. Oh nein, ich glaube. Scheiße. Wohin? Ah! Nein, nein! Nein, scheiße. Weg hier, ich will doch nur leben. Ah, oh, kacke. Ja, falsche Waffe. Scheiße. Ach, komm. Ah! Ey, was die für Geräusche machen. Weg! Ja, drop es! Drop it! Hoch da! Ich hab Panikanfall gerade. Ja, aber wirklich. Du kannst keine mehr. Was? Syringes? Das ist keine Syringe, oder? Na egal. Oh nein! Ah, ich seh's. Katze. Die arme Katze. Weg hier! Weg hier. Weg. Ja, drop es und dann runter mit dir. Ey, lass dir Zeit. Ist ja nicht so, dass du verfolgt wirst und um dein Leben rennen musst. Lass dir Zeit. Okay, speichern. Da war der China-Mann und hat Chicken Wings. Der hat Cat Wings gemacht. Okay, was kommt hier? Hier ist bestimmt auch irgendwas. Chicken Wings aus Katzen kann man machen. Ja, okay, kann nicht mehr. Fragen. Wirklich nicht? Na komm. So. Meine Wörter wieder 1A. Ja, aber macht es. Deine Wörter sind immer 1A. Sage ich. Also. Okay. Aber ich werde heute kein Auge zu bekommen. Ich weiß auch noch nicht genau. Geht's hier hoch? Nein. Sondern zwei. Nicht nur eins, sondern zwei. Okay, wir haben irgendwas geöffnet. Aber was? Was hat das jetzt geöffnet? Ach, das Tor hier, okay. Scheiße, es war so klar. Nein! Pumpzug überfahren.
Okay. Können wir hier rein? Okay, jetzt laufen. Lauf, 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 lauf. Wohin jetzt? Nein! Oh. Da schon mal nicht. Das war eine zu kräftige Nummer, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Okay, ich glaube, ich nutze mal eine Flare hier, um überhaupt was zu sehen. Hey, lauf! Lauf, da ist ein Zug! Okay, nochmal. Eieiei. Ich glaube, die Lösung ist da diese... Diese... Was auch immer. Diesen Kasten da hoch. Aber das ist ja lebensgefährlich hier. Okay, hier lang. Ich hoffe es. Denk mal, hier lang. Auf seinem Grabstein steht, lauf, da ist ein Zug. Ja, genau. Alter, weg! Ich will keine lästigen Störungen haben. Ja, moin. Gleich werden wir geschnetzelt, wenn wir hier weiterlaufen. Der Schlagzeuger wird immer aggressiver, ja. Er kriegt nicht genug. Also es werfen ihm nicht genug Leute hier Geld in seinen Hut. Er will ein bisschen mehr verdienen. Er sagt, der spielt Phil Collins. Ja, Phil Collins. Ah, will auf jeden Fall mehr verdienen. Ey. Ey. Moment, ist hier keine Leiter? Das ist der Schlagzeuger. Oh ne, hier geht's hoch. Ich korrigiere, es war der Schlagzeuger, ja. Es war der Schlagzeuger. Ja, weil du ihm nicht genug Trinkgeld gegeben hast, Bernbruder, schäm dich. Okay. Na, natürlich! Immerhin werden wir noch mitgeschliffen. Eieiei. Okay, uff, nein, wieder von hier. Okay. Kann man das nicht auch doppel-dual-wielden? Ich. Das geht nicht in Slot 3. Das Ding hier. Okay. Er trinkt denn bitte sein Geld? Ja, ne? Okay, jetzt sind wir auf alles vorbereitet. Außer auf einen Zug, der urplötzlich hinter uns auftaucht.
Jetzt bin ich bereit, souverän. Danke. Oh, sie werden sauer. Zwei war es, glaube ich. Phil Collins, bist du das? Oh, Phil Collins, wie siehst du denn aus? So. Habe ich dich nicht mehr in Erinnerung. Jetzt gebe ich schon das Trinkgeld. Ja, habe ich ihm schon gegeben, hier. Zwei Kugeln in den Kopf, den Rest kann er behalten. Park und nun? Da lang, nicht wahr? Schnell, 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 schnell. Boah. Das kann er behalten, ja. Oh nein. Okay, jetzt kommt eine Sequenz. Er sagt, du sollst nicht näher kommen, du kranker Psycho, what? Die, wozu du mich gebracht hast. Naja, du hättest dir wahrscheinlich sowieso selbst zugefügt. Was ist das für ein Doktor? Hat den Typ gerade erschossen? Ich folge ihm besser. Folge dem Doktor. Ja, hier ist bestimmt auch was zu suchen, oder? Na, keine Ahnung. Erstmal dem Doktor folgen. Das ist bestimmt eh eine verschlossene Tür. Oder? Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Kann überall sein. Wie lang? Verdammt, er muss ihn abgesperrt haben. Wieso macht er das? Hm, da liegt ein Schlüssel am Boden. Hat er den fallen gelassen? Nimm den besser mit Inventar voll. Wir haben den Doktor verloren. Ja, der ist hier. Hm. Okay. Was legen wir ab? Das. Oh, ein Akku. Wir haben wieder Akku. Andy hat wieder Akku. Sehr gut. Ronald Street Key. Ronald Street. Okay. Wo ist denn die Ronald Street? Lebt, Doktor sei Dank. Wart, hier lang? Nee. Call plus 1. Daniel. Daniel 01031. Na, auf jeden Fall Naughty Girls for You. Wer will haben, der called plus 1 Daniel 01031 oder so? Andy. Oder Andy, Uhr. Wo ist wieder dieser Batman da?
Okay, noch einer. Hier geht's nicht runter. Hier auch nicht. Hier? Die Tür ist verschlossen. Oder die ist tatsächlich verschlossen. Geht nicht. Geil, Moment. 24 Stream heute, komplett Cry of Fear. Ich glaube nicht, aber morgen, also eher gesagt heute Abend, dann mache ich, glaube ich, weiter. 24 Stunden, glaube ich nicht. Noch ein bisschen vielleicht, aber auf jeden Fall heute noch nicht durch. Also morgen, beziehungsweise heute 19 Uhr. Aber dann erstmal was anderes. Calm Pulse 2 erstmal, danach Cry 4. Das ist, glaube ich, der Plan. Ach so, falsch gelesen. 9 von 24 Abo. Hab Stunden gelesen, also quasi schon läuft. Ah, okay, egal. Ja, danke fürs Follow. Yeah, 200 Follower. Yeah, 200 voll. 200. Sehr gut, danke fürs Follow. Ja, und genau, bei 24 Abonnenten mache ich einen 24-Stunden-Stream. Hey, wo ist jetzt die Ronald Street? Die ist hier nirgendwo ausgeschildert. Ey, wir werden wieder abgeballert hier von allen Leuten. Aber Bernd, Bruder, du kennst das ja in deiner Hut hier. Okay, hier ist noch so eine M16 oder was? Lol. Ja, freut mich auf jeden Fall. 200 Follower, das ist doch mal eine Zahl. Michael Myers ist auch immer wieder mit dabei. Ja. Was zum Geier ist das? Was ist das? Hier ist es weird. Hallo. Ich glaube, das war die AR-15 oder so. Aber ob jetzt besser war oder dasselbe und ob einfach Magazin hat, spielt kein Plan. Ich glaube, so die hatte weniger Schuss. Bist du freundlich? Ich hoffe, du bist freundlich. Kann ich jetzt... Was? Okay, du machst nicht. Du bist freundlich. Okay, hallo, Riese. Ich bin... Wie heiße ich eigentlich? Robin Hood, keine Ahnung. Wer heißt der Typ eigentlich? Wir können Freunde sein, finde ich gut. Habe ich nichts dagegen. Der ist freundlich, ne? Sieht auch freundlich aus, also alles gut. Ja. Er ist ein netter Dude, glaube ich. Was? Nein! Ach so, die ist burnt out. Okay, ich verstehe.
Kann ich davon nicht mehr... Kann ich die nicht aufsammeln? Voll, oder was? Ich glaub. Voll, ja. Moment. Sonst ist hier nichts. Gigant aus dem All, hier. Hier kamen wir rein. Hier ist der Ausgang. Okay, und weiter nach unten, was ist da? Ah. Inventar voll. Taschenlampe. Was? Ach. Oh, das Inventar ist irgendwie mein größter Feind hier im ganzen Spiel. Das kann man mit der Pistole kombinieren? Geil. Perfekt. Ja, komm, nehmen wir das trotzdem mit. Oh, das ist cool. Danke für den Tipp. Mega praktisch, ja. Voll. Okay, hat sich doch gelohnt, hier nach unten zu gucken. Okay, der Ausgang war auf der Seite. Du kannst natürlich immer nachladen, ohne wechseln zu müssen. Moment, hier kamen wir her. Okay. Ich habe das Schloss aufgesperrt, sehr gut. Ja, was? Du kannst dich teleportieren. Michael Myers kann sich teleportieren. Scheiße. Halt, ob! Okay, wo kamen wir jetzt her? Hier, ne? Nee, da. Hier kamen wir raus. Richtig? Oder da. Ne, hier. Das war der... Hier kamen wir her. Okay. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Jetzt wollen wir komplett zurück, um unsere Waffe wieder zu holen. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, es ist... Die ganze Map ist miteinander verbunden. Ja, die ganze Map ist miteinander verbunden, finde ich gut. Jetzt nochmal zurück und die Waffe holen oder weiter? Beste Item im ganzen Spiel. Was ist das beste Item im ganzen Spiel? Die Lampe, ja. Weiter, muss eh wieder zurück, meine ich. Ah ja, stimmt, wegen... Wir müssen ja zurück zur U-Bahn, um da die
Sicherung reinzusetzen. Taglight, ja, genau. Nein! Ja! Na komm her! Komm her! Okay, wir verballern hier sehr viel, aber kriegen wir in den Kopf. Jawohl. Wenn ich mal den Kopf treffen, dann auf jeden Fall. Oh nee, Sackgasse. Okay, hier geht's runter. Schon wieder schwimmen. Schwimmen. Nicht ganz, aber... Ah! Aber ja. Schon ein bisschen, wieder ein bisschen... Wetter. Ah! Alter. Boah, einfach laufen. Einfach laufen. Okay, ich fällt sich mir den Weg. Aua. Oh, ich bin gleich tot. Nein, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, hoch hier. Um Dory aus Nemo zu zitieren. Ja, einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Okay. Wir brauchen wieder unseren Schutz Morphium. Haben wir auf der Straße gefunden, die Spritze. Kann nichts bei Schiff gehen. Sag ich immer wieder. Aber es ist auch wahr. Einfach Spritzen auf der Straße aufsammeln und in den Arm drücken. Kann man machen. Also hat keine Risiken. Einfach nur ein gutes Gefühl. Keine Risiken vorhanden. Okay. Wo sind wir nun? Ich weiß, ich habe da unten eine Abzweigung vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nochmal hin zurück will. Irgendwas blockiert die Tür von innen. Der freundliche Obdachlose hat dir die Wundermedizin gegeben, genau. Police. Tür geht nicht auf. Natürlich! Uff. Kann ich die Leiter aufsammeln? Kann ich. Okay. Ja, was kann ich mit der Leiter jetzt machen? Ja. Da sehen wir es. Einfach eine Spritze einfach so auf dem Boden aufheben. Vom Boden aufheben. Einfach so. Und dann später benutzen. Warum nicht? Nachvollziehbar, oder? Er kennt es nicht. Leiter. Die Leiter wird uns leiten. Ja, ich glaube auch. Okay, vielleicht muss ich doch wieder zurück.
alle scheinen alles darauf hinzudeuten, wieder zurückzugehen zu müssen. Da war ein offenes Fenster. Okay. Die leitende Leiter leitet den Weg. Ja, gerade leitet mir Bärenbruder so ein bisschen den Weg. Ein offenes Fenster. Ach, jo, tatsächlich. Das Blut habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Hier wieder schwimmen. Moment! Ey, hier waren wir doch ganz am Anfang. Das ist das Apartment vom Anfang. Das Apartment vom Anfang. Ja. Das ist das Haus von Pedro. Richtig. Was war das bitte? Nur, warum sind wir jetzt hier? Wieso? Slenderman. Ja, ein bisschen. Der hat ein Buch als Kopf. Ja, bitte. Oder waren das Schritte? Slenderbook. Ja, richtig. Ja, ich mach gerne auf. Keine Sorge. Hallo, tut mir leid, ist gerade ganz schlecht. Ich suche nämlich den Notausgang. Was machen denn die Studenten hier? FBI, open up! Ja, wirklich. Jetzt hämmern die aber wirklich. Oh shit. Hier haben wir es. Seine Collection an schönen Erinnerungsfotos, sag ich jetzt mal. Ja. Was? Okay, bald habe ich auch keine Munition mehr. Ruft die Polizei wegen Ruhestörung. Ich glaube, das ist die Polizei. Und dann weiß ich nicht. Könnte ich auch aus ganz anderen Gründen die Polizei rufen. Aber ja, Ruhestörung ist am sinnvollsten hier. Auf dem Boden lag ein Zettel. Genau, den haben wir aber schon gesehen. Also den haben wir schon am Anfang uns angeguckt. Aber gut. Meine geheime Notiz Nummer 2. Die kleinen Kinder waren so süß. Sie sehen so entzückend aus. Ich will sie einfach nur anfassen. Aber dann kreuzen die Eltern auf. Deshalb muss ich sie töten. Also ja. Netter Typ, der hier gewohnt hat. Oder ja. Auf jeden Fall. Und diese geheimen Notizen. Also, naja. Ja.
Hier lebt auf jeden Fall jemand. Runterspringen? Komm, runterspringen. Nein! Das sind lieber doch nicht vorgelesen. Kinder sind nicht süß, das ist eine Lüge. Sehr sympathischer Typ, ja. Sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Moment, ich habe die Leiter noch nicht eingesammelt, richtig? War hier nicht noch eine Spritze? Nee. Also, ja, die Frage ist jetzt. In den Aufzugsschacht nicht springen, aber wohin? Ach, hoch geht's gar nicht. Oh, die Tür ist offen. Die Tür, die vorher verschlossen war, ist jetzt irgendwie offen. Nur dahin zu kommen, das ist die Frage. Na, die Bestie ist ausgebrochen. Man, gab's. Konnte man hier nicht irgendwo durchs Fenster. Scheiße! Hier irgendwo durchs Fenster. Oder hier durch, genau. Oh, es ist so dunkel hier. Aufzug? Nee. Okay, eine Etage nach oben. Nein, Batman. Vierte Etage auch nicht. Richtig, fünfte Etage auch nicht. Okay, dann müssen wir über den Balkon nach oben. Okay, Batman, du hast es so gewollt. Alter, wie viel die aushalten? Jetzt haut er ab, oder was? Hey, das ist echt krank, das Spiel. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube. Nicht. Aber mir gefällt's. Oh, Speicherpunkt. Panne. Oh, was? Okay, noch eine Notiz. Nein, 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 nein. Wollen wir die geheime Notiz 1 auch lesen? Oder können wir darauf verzichten? Nette Nachbarschaft. Hier hätte ich echt keinen Bock auf Mieterversammlungen hier. Okay, komm. Wir lesen die geheime Notiz 1 auch nochmal vor. Drei kleine Kinder spielen im Park. Sagt das erste Kind, gehen wir heim, bevor es dunkel wird. Die ersten zwei gingen fröhlich nach Hause. Das dritte blieb und spielte ganz alleine. Komm her, kleines Kind, komm zu mir. Das Gebüsch flüsterte leise. Man sagt, Neugier ist der Katze tot. Ich bin dafür, dass die Geheimnotiz geheim bleibt.
jetzt habe ich nicht vorgelesen. Sorry. Okay, Moment. Wir müssen wieder in den, auf den Hausflur. Die Katze. Ja, da ist sie wieder, die Katze. Moment, hier kamen wir doch her. Apropos gesehen, ganz vergessen, da konnte man was freischalten. Echt, wo denn? Für einen neuen Spielstart. Echt? Wo genau? Die Katze im Schacht? Nein, im Schacht sagst du, okay. Die am Boden lag. Lag eine Katze auf... Ach, da hinten. Ui, okay. Na gut. Das ist sehr weit zurück. Okay, da komme ich jetzt erstmal so schnell nicht wieder hin. Ich glaube, hier durch. Chicken Wings, ja. Ja, die arme Chicken Wings. Was ist denn hier? Geheimnotiz 3. Also, weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal. Das ist nur ein Pullover, also nichts Wichtiges, ja. Okay, gut. Nur das Personal mit einem Geheimcode hat Zugriff. Ich schätze, kein Kind wird es herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Ja, das ist der Masterplan. Okay. Auf in diese Tür. Mhm. Schon mal sehr einladend. Da geht's nach unten. Noch ein Schlagstock. Komm, nehmen wir den auf. Da haben wir unseren Schlagstock wieder. Wie hieß der Schlagstock nochmal? Schlebby, der Schlagstock. Nightstick, genau. Knüppelwurst oder auch gerne Funstick. Okay, runter. Ein USA-Baton oder sowas. Ja, heißt das nicht Tonfa auch eigentlich? So, also so sind wir auf jeden Fall Polizei. Sieht man jetzt leider nicht. Hallo? Aber mit Schlagstock und Knarre ist man... Kann gut... Sein. Der ist doch immer schlungen. Masterpiece, ja, finde ich schon gut. Also, es ist der Doktor, der über uns spricht. Also, wir wollen nicht über unsere... Was? Scheiße, Mann. Raus hier! Was zum... Greg? Wer ist das hier, der Knallkopf?
das war heftig. Was auch immer das war. Aber das Gewicht hat man doch auch ganz am Anfang schon mal gesehen, glaube ich. Das war dieser Jumpscare. Das ist ein bisschen eskaliert, ja, ein bisschen. Kommt immer wieder zurück. Auch wenn sie ihn Angst macht, okay. Er eskaliert quickly. Der schwarze Tag. Und Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Vielleicht lügen wir einfach nur, um an die Medikamente zu kommen. Wer weiß. Der schwarze Tag, der Tag, an dem er beim Schwarzfahren erwischt wurde. Oh, Scheiße. Oh, nee. Boah. Okay, diese. Jetzt. Okay, ich bewege mich, obwohl ich mich keine Taste drücke. Ich drücke nichts. Und ich bewege mich. Das ist ein Bug. Wie kann ich den rückgängig machen? Okay, Escape drücken. Ja, ich meine, diese Story-Sequenz ist schon geil, aber wenn man die immer wieder mal angucken muss, nur weil am anderen Ende so ein krasser Bosskampf ist, habe ich eine bessere Waffe? Sniper Rifle ist natürlich nicht so geil. Ja, komm. Bevor man durch die Tür geht, wäre ein Tonband gut gewesen. Ja, auf jeden Fall. Der magische Trick bewegt sich, obwohl er sich nicht bewegte. Ja, Magic. Magic. Bisschen laufen jetzt noch. Okay, wir sind da. Hier wäre so ein Tonband echt gut gewesen. Okay, Kopf. Ey, hallo? Nein, okay, schon wieder. Oh, ich habe die M16 leider nicht dabei. Wenn ich die dabei hätte, wär gut. Aber natürlich muss ich. Ah, oh, wieso hat man nur so wenig Inventarplätze? Ich könnte. Klar, bei Resident Evil 1 hat man jetzt auch nicht mehr als 6 oder 8, wenn man Jill's spielt. Deswegen spiele ich auch immer Jill, weil die 8 Plätze hat. Mann. Aber da.
Gibt's so Truhen? Hier gibt's keine Truhen. Die Krabbler. Solange wir hinter den Gittern sind, bekommen die keinen Schaden. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Sagt ja, er kommt immer und immer wieder an denselben Platz. Das könnte auch an den Spieler, also mich, gerichtet sein. Ich gehe immer und immer wieder zum Bosskampf. Auch wenn es nicht gut für mich ist. Und das hier sind die Halluzinationen. Na, vielleicht interpretiere ich da ein bisschen zu viel rein, aber... Okay, scheiße, ich hab noch ein paar Kugeln, egal. Mann! Ey! Okay, wir brauchen ein bisschen Energie. So. Ah! Scheiße. Ja, hallo. Hab ich keine Dingens Lampe. Doch. Okay, hier ist einfach dunkel. Geil, geil. Okay, keine Muni mehr. Ey, wie? Oh, scheiße, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, jetzt bin ich komplett blank. Was? Okay. Ach, scheiße, Mann. Ach, komm, Nightstick. Weg mit dir. Das war heftig. Lol, okay. Okay, wieder zurück. Irgendwie. Ach, so kommt man einfach wieder zurück. Okay, das ist einfach der Weg, um wieder zurückzukommen. Scheinbar. Kann ich hier hoch? Oder hier raus? Warum lässt du Leute nicht in die Wohnung einziehen? Den Spritzen würde ich auch einen Quickslot geben. Ja, ist ein Argument, tatsächlich. Wie komme ich denn wieder hoch? Wie komme ich wieder raus? Das ist jetzt die Frage. Hier lang? Jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich schwimmen, oder? Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Oder?
bin ich hier komplett falsch. Es gibt eine Menge Hinweise. Okay, schwimmen ist schon mal schwierig. Moment. Geht's hier weiter? Ich glaube, hier geht's einfach nicht weiter. Ne, da ist einfach Sackgasse. Schon richtig, echt? Schwimmen ist richtig, aber wo? Okay, Wasser ablassen ist die Wiese oder was? Aber wo, wie, wann? Ah, okay, okay. Da immer dem Licht folgen. Ah, okay. Ja, glaube ich. Okay, jetzt muss ich noch hier drüber. Wahrscheinlich schon Half-Life gezockt war. Nicht wirklich. Aber bisschen, aber nicht durch. Wo bin ich? Okay, hier lang geht's nicht weiter. Hier lang? Ja, dieses Couch-Gedöns war für mich neu. In Half-Life kommt das sehr häufig. War ja ursprünglich eine Nummer, die ja richtig. Da, dieses Spiel ist. Oh nee. Inventar. Flares können weg. Hast doch eine Lampe. Du hast recht. Damit. 1, 2. Was ist eigentlich hier? Eine Tür. Aber da komme ich irgendwie nicht raus. Wegen dem Wasser. Rippleuchte 11 und 12. Hast du nachgezählt? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Leuchte hat jetzt Schwimmkurs. hier lang? Hallo? Ah, okay. Und nach oben. Ja, leicht nicht bestanden. Wir werden so schnell erwachsen. Ja. Oh, okay. Ja, wo habe ich jetzt meine M16 abgelegt? Weiß das noch jemand? Also in der Nähe vom, wo die U-Bahn ist, das weiß ich. Irgendwo in Richtung U-Bahn. Wir
Das Seepferdchen hat leider nicht gereicht, aber für den toten Fisch allemal. Toter Fisch habe ich, ist auch ein gutes Abzeichen, so. Oh shit, stimmt. Hier gab es irgendwo noch eine Abzweigung. Hier. Was gibt's denn hier? Hier geht's auch nach oben? Okay. Hier geht's nach oben. Ja, da geht's jetzt zurück. Moment, hier geht's zurück, richtig? Und da gab's. Ja, doch. Gab's da doch keine Abzweigung mehr? Ich dachte, hier gab's noch eine Abzweigung, die ich nicht gesehen habe. Die hier. Gab's hier noch eine Abzweigung? Ich guck nochmal nach. Einmal gucke ich noch. Ich meine. Es gab eine, aber ich kann mich auch irren natürlich. Hier nämlich. Nee, da war überhaupt nichts. Okay, hier war überhaupt nichts. Okay, ich habe mich vertan. Okay, hoch. Du bist schon richtig, ja. Ich dachte, aber ich hatte noch so im Hinterkopf, dass hier noch eine Abzweigung war, wo ich nicht war, aber scheinbar war da einfach nur eine Sackgasse. Und da war die Abzweigung hier irgendwo. Vielleicht klettern die Dinger mit ihrer Vorsprung noch die Leiter hoch. Das wäre krass, wenn die das könnten. Okay, speichern. Okay, wo lang jetzt? Hier lang. War es, glaube ich, zurück. Nee, oben, ganz oben nicht, aber hier, hier. Ach, und da war der freundliche Riese. Er tut ja nichts. Finde ich gut. Nice. M16. Hier ist auf jeden Fall auch eine. Ich meine, die können wir auch benutzen. Spricht ja nichts dagegen. Hallo, Gigant aus dem All. Und tschüss, Gigant aus dem All. Ich mag den irgendwie. Moment, hier lang. Ja. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich mag ihn auch. Moment, was war hier? Hier lang. Was war jetzt nochmal der richtige Weg? Hanson Square. Hier, nicht wahr?
dem Hin und Her, habe so oft gezockt, so viele Streams gesehen, aber brauchte ewig, um das wirklich zuverlässig zu wissen, wo genau lang, etc. Was war hier lang denn? Oh, hier ist noch ein Riese. Hallo? Du tust nichts, oder? Nee, der tut wirklich nichts. Ach! Hier sind wir. Ah, okay. Ich verstehe. Vor allem der Park hier, da checkt man gar nichts, wenn man da nicht drauf achtet. Ja, wirklich. Ich hatte auch Hilfe hier von Bärenbruder, dass der auf die kleinen Hügelchen, auf die kleinen Erdhäufchen da achten konnte. Aber die waren ja auch auf der Map markiert, so. Okay, irgendwo gab es hier einen Schlüssel. Da habe ich meine M16 abgelegt. Aber so viel liegt am Boden. Gute Orientierungshilfe eigentlich, ja. Die Musik, ja, die Musik ist schon, die finde ich gut gemacht. Ja. Ganz im Ernst. Denn hier? Oh, lieber nicht, lieber nicht. Mit ihren lecker Brötchen. Ja. Wo habe ich hier meine Waffe abgelegt? Der Katzenpart, aber da kommen, müssen immer zurück, muss es runterspringen. Ja, das ist ein bisschen sehr weit weg. Aha! Lieber nicht, da lauern die Züge. Haha, wir haben sie wieder. Und das ist einfach nur Muni gewesen. Aber ergibt ja auch Sinn. Leckeren Brötchen ist das bezeichnet für Bobbys. Okay. Moment, wir brauchen noch eine Sicherung. Der kann theoretisch noch mal rein, wo der Baumann mal war, aber lohnt nicht. Gibt nur einen Katzenpulli. Wir brauchen noch eine Sicherung. Aber was? Wie? Hä? Die Sicherung vom Eingang. Vom Eingang, sagst du? War der Eingang. Steinbutt, ja. Ja, die Stelle hier ist übelst verwirrend. Nochmal zurück zu der anderen Seite. Durch, rein, wieder durch, andersrum. Oh, ja, okay. Hört sich echt verwirrend an. Hier lang? Ich weiß es nicht. Hier bin ich wieder hier. Ah, okay, ich verstehe. Da sitzt so viele ewig dran, inklusive mir, glaub. Erster Durchlauf, 5 Stunden, bis ich es hatte.
Deswegen gibt es hier auch neue Gegner, weil... wenn man hier nochmal zurück muss. Was? Hallo? Nein! Der freundliche Riese. Ah, moin. Moin ist gut, aber ja. Moin, Tiki Life, wie geht's? Ein bisschen Bock auf Horror. Cry of Fear. Attack on Titan, ja. Attack on Titan, Mann. Ganz gut, und selbst hast einen steifen Nacken bekommen gerade, wie ich sehe. Ja, ein bisschen. Ich bin schon sehr angespannt hier. Das muss man sagen. Also die Atmosphäre ist aber echt gut gemacht, finde ich, im Spiel. Aber ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht, dass die Riesen uns angreifen. Ich meine, war klar eigentlich. Aber sie sind doch so freundlich. Guckt euch an. Der freundliche Gigant aus dem All. Der macht doch nichts. Wo liegt eigentlich Sophie? Ist sie nicht mehr hier? Ach, Moment. Jetzt verstehe ich. Komplett auf der anderen Seite. Z. Ja, Z ist halt der Moduswechsel, nicht wahr? Oder ne, Y. Ja, das ist halt auch so verwirrend, dass im Spiel zwar Z steht, aber man Y drücken muss. Das ist auch das, was ich generell immer uncool finde in Spielen. Gerade in solchen Browser-Games oder so. Wenn man die Tastatur, also die Steuerung nicht umstellen kann und gibt's hier keinen Hügel? Und die Steuerung, also es gibt zwei Knöpfe und die sind dann immer Z und X, was bei der deutschen Tastatur halt immer so kilometerweit auseinander ist. Wisst ihr, was ich meine? Da hat wohl einer nicht auf englische oder deutsche Tastatur geachtet. Ja, aber so irgendwelche Spiele, die so sagen, oh, Z und X sind ja direkt nebeneinander. Nein, sind sie nicht. Bei der deutschen nicht, bei der französischen glaube ich auch nicht. Moment. Hier, da. Waren wir das schon? Also rechts. Hier lang, glaube ich. Ausgraben kann es nichts mehr, nicht? Schade, warum liegt denn die Schaufel da noch? Ach, die, das ist die. Die habe ich hier abgelegt, nicht wahr? Naja, gut. Oh, wie kommt man jetzt nochmal zurück? Hier, richtig? Und liegt Sophie hier immer noch? Sophie, alles gut? Liegst du immer noch da rum? Okay. Na gut. Dann lass dich nicht von mir stören.
Hallo. Eine falsche, falsche Waffe. Egal, was? Okay, ich schlag euch einfach mit dem Snipergewehr. So, das muss man erstmal machen können. Ey. Ey. Ich bin gleich tot. Hallo. Ey. Was? Ey. Wenn man mal nicht die richtige Waffe auf den Quick-Tasten hat, dann geht alles den Bach runter. Oh Mann, ey. Hier war noch einer, nicht wahr? Oder ist er schon wieder despawned? Nee. Okay. Sehr gut. Wo ging es jetzt nochmal zur U-Bahn-Station? Hier lang? Aber apropos Bach. Ich muss mich mal langsam hinlegen. Irgendwas 30 Stunden auf. Bin platt. Okay, mach das. Morgen 19 Uhr streame ich wieder. Und aber Cryo 4 dann auch erstmal später, also vielleicht sehen wir es morgen nochmal. Aber dir wünsche ich auf jeden Fall eine gute Nacht. Aber ich spiele es hier wahrscheinlich nicht durch, deswegen, aber morgen kommen. Morgen so, weiß nicht, wieder 22 Uhr ist, glaube ich, eine gute Zeit für das Spiel. Was noch? Die Medizin vom freundlichen Obdachlosen? Ja, die habe ich noch. Ey, bin ich hier richtig? Ey, das ist doch... Bin ich hier jetzt überhaupt richtig? Nee, du musst zurück. Ah, oh, shit. Park erstmal, ja. Hört sich gut an. Jo, danke und ja, viel Glück später. Komm, bald eine Kackstelle. Aber schaffst du ja, danke. Ich hoffe es auch. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine gute Nacht und danke fürs Einschalten, danke fürs Followen. Und ja, bis demnächst. Vielleicht bis morgen, vielleicht. Bis irgendwann mal. Mal gucken. Also, dann doch diese Tür, wo der, wo die Keycard rein muss. Oder wie? Wo kommt überhaupt das Flugzeug her? Oder hier lang? Hier lang ist richtig schon mal, oder, nee, oder da nach oben. Da oben ging's ja auch weiter. Ey, das ist so verwirrend hier. So kann man das Spiel auch in die Länge ziehen. Ein bisschen strecken, so durch die ganze Map nochmal durch. Ich meine, hier ging's ja auch weiter. Ach, hier war ja nur dieser Kontrollraum. Du musst da durch, wo du mit der Karte die Tür aufgemacht hast. Okay, das wusste ich auch nicht mehr.
Okay. Was? Ah, Hilfe! Nein, 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 nein. Was? Ach, du schon wieder. Hier lang? Boah, das ist echt mega verwirrend. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. Ja. Oh, was? Was? Na klar. Und hier die Sicherung jetzt rausnehmen. Und jetzt den kompletten Weg zurück. Oder was? Ach, Inventar voll. Wie kommt man auf so eine Idee, nochmal durch die halbe Map zu laufen und dann den Weg nochmal zurück? Das, naja, bisschen komisch, aber gut. Ja, stimmt, die Musik gefällt mir auch. Wie gesagt, richtig so hoffnungs... so ein bisschen Hoffnung. So, ich sag, ja, okay, du hast es fast geschafft. Nur noch ein bisschen zurück. Dann bist du deinem Ziel ein Stück näher gekommen. Finde ich gut. Jetzt muss ich natürlich erstmal den Weg zurückfinden. Bin ich schon wieder verwirrt, wo lang. Hier bin ich nicht richtig, oder? Das ist fast geschafft, aber dann irgendwie doch nicht. Hier bin ich falsch, oder? Ich glaube, hier bin ich wieder falsch. Doch, ist richtig? Nee. Oder? Hier lang ist richtig. Nein, da ist falsch. Boah, okay, du hast recht. Fuck, ey. Das ist echt verwirrend, muss ich sagen. Okay, ich glaub dir. Ja, hier ist wieder Sophie. Du lügst immer noch darum. Bad. Was? Ach, ich kann von hier die Ampel drücken oder was? Okay. Lol. Ein Ampelklopf auf der Straße. Kann ich nicht hier irgendwie durch die Tür da?
entweder die Titanen. Okay, ich lasse euch mal durch. Aua, was? Das finde ich frech. Oh nein, jetzt passiert doch bestimmt wieder was. Wo lang jetzt? Und wieder ein steifer Nacken. Ja. Ist einfach so. Hat der Riese einfach Beinchen gestellt? Ja. Finde ich nicht. Finde ich echt frech von ihm. Okay, hier lang. Richtig? Ich glaube ja. U-Bahn hört sich gut an. Geradeaus, glaube ich. Hier hoch. Runter. Und dann weiter und dann links, rechts, geradeaus. Hier. Geschafft. Okay, was kommt jetzt? Feuerwehrschlauch. Soll ich mich vielleicht mal heilen? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Speichern wäre gut. Kannst du, glaube ich, auch durchs Gitter. Echt? Das wäre tatsächlich gut. Habe ich... Ne, kann ich nicht. Ah ja, du hast auf jeden Fall recht. Speichern wäre nicht verkehrt. Ich dachte, vielleicht kommt eine Sequenz hier, nachdem ich die Tür geöffnet habe. Oder so. Oh shit. Mir gefällt aber, dass ich die Köpfe von denen hier so verplatzen lassen kann. Oh, die Uhren hat doch mich richtig miese Stellen. Das mit den zwei Sicherungen war schon echt heavy, ja, das ist... Das war schon richtig heftig. Hier war doch noch einer. Wo ist der jetzt hin? Oder war das der? Nee, da... Was? Du bist auf den Schienen? Was macht er denn da? Ab. Ja, dann geht's wohl ab, würde ich sagen. Es geht ab. Und ich heb ab. Ich heb ab. Ab, 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 ab. Scheiße. Bricht doch gleich irgendwas durch. Oder nicht? Oder muss ich die sprengen? Mit Dynamit oder sowas. The train to Norcastle is delayed due to a signal.
Tag, welcome to the platform at the gates. As the next train is not for public use. Der nächste Zug ist nicht für die Öffentlichkeit. Bring beide Sicherungen von der blauen Zuglinie und flüchte mit dem Zug. I want my feedback. Ja, was kann das bedeuten? Wurden die abgeschnitten oder was? Okay, kann man wirklich rein? Was ist das? So eine Stange, die hier aber kaputt ist. Hammer! Hammer-Time! Ah, okay, ich verstehe. Bam! Hallo, Michael Myers. Komm zu dir, keine Sorge. Noch einer. Bam. Okay, ich mag den Hammer jetzt schon. Schwarzfahrer werden einfach erschlagen. Kamen wir von hier? Wir kamen von da unten, ja. Ja, Schwarzfahrer kriegt einfach den Hammer. Der Hammer haut richtig rein. Ja. Bam! Hallo? Bam! Hallo? Okay, ich wollte schon sagen. Dem dürfen wir uns niemals trennen. Nee, da will ich auch für. Was zum? Okay. Hier geht's gerade das weiter. Okay, springen! Ist das richtig? Müssen wir da überhaupt drüber springen? Ja, okay, gut. Alles klar. Ja, ja. Aua. Okay, wo sind wir hier? Weiter nach oben, weiter nach oben. Weiter nach unten, weiter nach unten. Sind wir im Kreis gelaufen oder... Oder geht's hier weiter? Ich glaube, hier geht's weiter. Oh shit. Käfig voller Narren. Ja, Waffe.
Rollstuhl, Auto. Auto? Ich hab mal Bock auf ein Auto. Mein Leben. In der schicksalhaften Nacht lag das Kind auf der Straße, gebrochen. Wieso musstest du so spät dorthin gehen, junger Mann? Wieso musstest du so blöd sein, desillusioniert und verbittert wegen der Worte seiner Eltern, war das Kind mental sowie physisch zerbrochen. Die Männer in Weiß platzierten ihn in den rollenden Stühlen. Wie er nur lachte. Und so lebte er durch das, was von seinem Leben übrig war. Eines Tages lächelte das Schicksal auf ihn herab und er konnte seine Zerstörungen ausführen. Entscheidungen! Das Resultat war ungewiss. Was pro captu lectoris habent sua fata libelli. Was auch immer das heißt. Okay. Buch. Autounfall, dann Rollstuhl, dann Buch. Um Erlebnisse zu verarbeiten. Dann Pistole um Lebens. Nein, ich glaube nicht. Also. Moment, in der schicksalhaften Nacht lag das Kind auf der Straße gebrochen. Pro captu lectoris habent sua fata libelli. Okay, vielleicht ist das wirklich so gemeint. Zuerst der Auto, dann der Rollstuhl, dann die Waffe, würde ich sagen, und dann das Buch. Was? Ah! Was bist du für einer? Jetzt kommt die fieseste Geschelle im ganzen Spiel. Oh. You will not survive. Ich hoffe doch. Ihr Gott, das Sledgehammer, den habe ich doch schon länger. Komm. Oh, sorry. Was ist das? Okay. Als ob ich mir das merken kann. Moment. Ich bin hier. Links, geradeaus. Bis es nicht mehr geht. Links, rechts. Oder warte, immer nach rechts. Immer nach rechts, immer nach rechts. Ich würde sagen, immer nach rechts, ja. Immer nach rechts. Was ist das überhaupt? Ich nenne es die Menschenmetzgerei. Okay, natürlich nicht. Okay, immer nach rechts. Ich glaube, immer nach rechts ist der Ausgang. Ja, aber irgendwie zuckt mir Zungen als Köpfe. Es ist Earthworm Jim, oder wie der heißt. Ja, immer nach rechts. Okay. Irgendwie so. Da gab es ja mal so einen Jump'n'Run mit dem.
Aber ja, können Zungen rein. Immer nach rechts. Nein! Scheiße. Oder auch nicht. Ja, immer nach rechts. Komm nicht zurück. Oh. Yes, he suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains upper body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all. Not to mention the mental trauma he suffered. From what I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Sehr geil, das waren echt schlimm, die schlimmsten Abschnitte. Holy fuck! Holy shit! That was close. Das war knapp, ja. Is he still there? Der Doktor? What the fuck? Wasn't this where I... No, something is obviously not right. I should hurry now, before something else happens. Ja. Kapitel 5. Das glaube ich, wenn es wirklich 8 Kapitel gibt, dann ist das so ziemlich die Hälfte. Ja, aber jetzt... Oh, fuck. Kapitel 5 ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Ich muss nur noch einen Speicherpunkt finden. Moment. Wir sind wieder hier. Okay. Wo war jetzt hier ein Speicherpunkt? Kommt man da eigentlich wieder zurück? Was ist, wenn hier dieser Gang? Was passiert, wenn man da wieder zurückläuft? Geht immer weiter nach unten. Hört gar nicht mehr auf. Doch, irgendwann hört's auf. Dann sind wir hier. Okay. Okay, gut zu wissen. Ja, aber da oben, irgendwo war da auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Und dann machen wir heute Schluss und morgen, beziehungsweise heute, weil heute ist ja schon Montag, der 19., dann heute 19 Uhr wieder streamen. Ja. Ey, jetzt habe ich 10 Stunden gestreamt, das ist auch heftig. Ich kann auch nicht zielen.
Kampfhaus 2, weiter mit Cryo 4. Ja, genau, das ist der Plan. Wo ist jetzt hier ein Speicherpunkt? Wo ist jetzt hier ein Speicherpunkt? Doch nur ein Speicherpunkt. Ja, keine Ahnung, hier ist ein Speicherpunkt. Moment, war hier nicht einer? Der ist weg? Ja gut, da ist keiner mehr. Was ist eigentlich? Bringe beide Sicherungen von den von der blauen Zuglinie und flüchte mit dem Zug. Der ist verschwunden, tatsächlich. Okay, aber wo ist jetzt einer? Hier? Hier muss irgendwo einer sein. Hier vielleicht? Du musst die Sicherungen mitnehmen. Ja. Aber ich will erstmal einen Speicherpunkt finden. Mehr will ich doch erstmal gar nicht. Ist hier ein Speicherpunkt? Ich glaube nicht. War hier einer? Hier im Bus vielleicht? Ja, hier ist einer. Okay. Speichern und dann quasi zum Zug zurück, wo der Koffer mit dem gesuchten Fuß ist. Ah, okay. Quit. Jawohl.